Du zahlst immer noch Kontoführungsgebühren? Dann zeige ich dir in diesem Video, wie du ein kostenloses Girokonto finden kannst. Ich persönlich habe drei Girokonten, zwei davon sind kostenlos und eins bringt mir eine monatliche Geldprämie ein, was eine echt tolle Sache ist. Des Weiteren kann man bei manchen Wechseln einen Cashback generieren, das zeige ich dir auch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein kostenloses Girokonto für dich finden kannst. Außerdem gibt es bei manchen Girokonten bis zu 40 Euro Cashback und das schauen wir uns natürlich auch genauer an. Um zu schauen, welche Girokonten kostenlos sind, solltest du mindestens drei Vergleichsseiten verwenden, da nicht jeder das gleiche Angebot hat. Da ist mir Check24 negativ aufgefallen, da die am wenigsten kostenlosen Girokonten anbieten. Ich habe jetzt drei Vergleichsseiten rausgesucht, die ich ganz gut fand und die schauen wir jetzt einfach mal genauer an. Das Wichtigste ist erstmal, dass du auf kostenlose Kontoführung gehst und dann gehst du auf Jetzt vergleichen. Jetzt gibt es hier noch einige Filtereinstellungen, die du vorher treffen solltest, bevor du die ganzen Girokonten genauer anschaust. Erstmal hier, das Girokonto soll kostenfrei sein. Ja, auf jeden Fall. Eine kostenfreie Kreditkarte ist die Frage, brauchst du eine oder nicht? Ich habe ein Video schon gemacht über Cashback-Kreditkarten. Die finde ich echt gut. Ich habe selber zwei davon. Und da spare ich mir einfach einiges an Geld und kann die Kreditkarte verwenden. Ich habe das Video dir unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann schauen wir noch weiter zu den nächsten Filtereinstellungen. So, hier ist jetzt automatisch ein Zahlungseingang von 1200 Euro hinterlegt. Wenn du jetzt keine 1200 Euro verdienst, dann sind nicht alle Konten unten kostenlos, die jetzt vorgeschlagen werden. Wir fangen erstmal an mit monatlichen Zahlungen 0 Euro. Wechselservice würde ich dir nicht empfehlen, ehrlich gesagt, da es meiner Meinung nach sinnvoller ist, dass du jede Position selber änderst, dann kannst du nämlich gleich prüfen, ist vielleicht der Vertrag zu teuer oder brauche ich den überhaupt noch und kann ihn gleich kündigen. Du kannst gleich beim Wechsel sogar Geld sparen. Da würde ich generell beide Konten gleichzeitig laufen lassen, so 3 Monate, damit du auch schauen kannst, ob alles übertragen worden ist und alles wie geschmiert läuft und du vielleicht sogar dann neue Verträge hast, beziehungsweise günstige Verträge oder manche sogar kündigst. Weiter, die Kreditkarte, wie gesagt, brauchen wir eben nicht, ist egal. Und jetzt gehen wir mal auf Girokonto vergleichen. Vorher waren das jetzt 8, jetzt haben wir nur noch 6. Jetzt gibt es hier zum Beispiel DKB. Da kann man hier auf Produktdetails gehen. Da sieht man dann einfach, welche Kosten vorhanden sind. Auf die würde ich mich nicht zu 100% verlassen. Da würde ich lieber dann zum Anbieter gehen und mir da nochmal genauer durchlesen, was da wirklich dabei ist und welche Anforderungen du an das Konto hast. Willst du oft Geld abheben? Willst du lieber mit Karte zahlen? Oder eben, wie gesagt, mit den Cashback-Kreditkarten. Da brauchst du eigentlich sowieso kein Bargeld mehr. Hier gibt es sogar noch einen Habenzins von 0,01%, ist schon nicht schlecht. Hier sind einfach einige Banken. Comdirect habe ich gehabt, fand ich die Bedienung nicht so gut, ist aber eben auch noch kostenlos. Nur die MTAN kostet 9 Cent pro SMS, was mich ein bisschen ärgert, weil ich habe keinen Bock auf die ganzen Apps. Deswegen habe ich lieber die MTAN. Das N26-Konto habe ich auch in Verwendung, ist über eine App. Ja, nutze ich nicht über die App, sondern nutze ich über den Browser. Finde ich einfach besser, aber das ist halt eben kostenlos, deswegen habe ich das verwendet. Notisbank und Commerzbank gibt es hier noch. So, jetzt können wir sagen, ja, du hast einen Zahlungseingang von, sagen wir mal einfach mal 1000 Euro. Und jetzt filtern wir und dann kommen wieder ein paar Banken mehr. Da haben wir jetzt 8 Banken. Haben wir die PSD Bank, die ist scheinbar echt gut. Aber man muss da wirklich schauen, dass man eben den Geldeingang erfüllt, damit man es eben kostenlos bekommt. Und die beste Bank ist jetzt auch dabei, meiner Meinung nach die beste Bank, die ING. Die ist wirklich einfach zu bedienen und hat eine Kreditkarte dabei, kostenlos. Ich finde die wirklich richtig gut. Ab 50 Euro kann man Geld abheben. Es gibt auch sogar neue Einzahlungsautomaten von der ING selbst. Allerdings ist bei mir in der Gegend keiner da. Das heißt, die werden vielleicht nach und nach ausgetauscht. Weiß nicht genau, wie das abläuft, aber da gibt es aktuell nur wenige Automaten, die zum Einzahlen geeignet sind von der ING selbst. Wenn du bei der ING ein Girokonto eröffnest, gibt es leider kein Cashback. Allerdings könntest du es über meinen Link machen, der unten in der Videobeschreibung ist. Da werden 40 Euro an UNICEF gespendet, weil ich will unbedingt was zurückgeben bzw. was spenden. Und deshalb habe ich da extra einen Link vorbereitet, dass du dann einfach hier das abschließen kannst und dann werden 40 Euro an UNICEF gespendet. N26-Konto, das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es leider auch kein Cashback, aber da schauen wir jetzt noch weiter, was es sonst noch so für Konten gibt. Hier gibt es auch bei manchen gibt's einen Bonus, auf den müsstest du jetzt nicht unbedingt achten. Wichtig ist, dass du für dich das beste Konto findest, was wenig Gebühren hat. Weil die Gebühren sind wesentlich wichtiger als jetzt ein einmaliger Bonus, der dir nur einmalig was bringt und nicht dauerhaft. Hier ist zum Beispiel der Dispozins bei 9,75, bei der ING sind es nur 6,99 und hier sind sogar nur 4,99% Dispo, was echt gut ist im Vergleich.
Jetzt kommen wir zur nächsten Vergleichsseite. Die ist auch mir neu gewesen. Finanzscout24, habe ich noch nie gehört. Da fangen wir jetzt einfach an. Wir sagen 0 Euro Geldeingang, Kreditkarte erwünscht, nein. Und vergleichen jetzt nochmal die Girokonten. Schauen wir mal, wie viele hier gegeben sind. Hier haben wir schon wieder ein paar andere. Sieht man, DKB, Comdirect haben wir auch vorher gehabt. Commerzbank haben wir alle gehabt. Die ist jetzt neu zum Beispiel. Dann die Open Bank haben wir auch gehabt. Postbank ist jetzt neu. Die 1822 Direkt ist auch neu. Also man sieht schon, Fido Bank ist auf einmal ganz viele andere Banken dabei, die jetzt bei Verifox nicht dabei waren. Wobei ich sagen muss, dass jetzt nicht die bedingungslos kostenlos sind. Ach, jetzt sieht man hier noch den zweiten Filter. Entschuldigung, da haben wir hier ein Durchschnittsguthaben von 0 Euro an 30 Tagen und vergleichen jetzt nochmal. Aber da wird sich nicht viel ändern. Ah, doch, haben sich, einer hat sich verabschiedet, glaube ich. Gut, da ist es halt so, dass du hier wieder verschiedene Banken hast. Nur finde ich es jetzt nicht zuverlässig, da ich schon sehe, bei der Fidor Bank zum Beispiel weiß ich, dass der Kontoführungsgebühren verlangt werden. Vorausgesetzt, man hat 11 Transaktionen in dem einen Monat gemacht, dann ist es kostenlos. Aber finde ich blöd, dass es hier eben aufgelistet wird, obwohl man geschaut hat, dass es eben genau 0 Euro ist. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass du dir hier anschaust, ob das wirklich die Bedingungen entspricht, die jetzt hier angeboten werden. Und nicht gleich hier zum Anbieter drückst und einfach das Konto abschließt, sondern dir, sag ich mal, bei meiner Bank, Fido Bank hier nochmal anschaust, wie genau jetzt die Kostenstruktur ist. Hier sieht man 5 Euro Kontoführungsgebühren und je mehr Transaktionen du hast, beziehungsweise bei 11 geht es auf 0. Das heißt, du bekommst wieder eine Gutschrift, weil du 11 Transaktionen hattest von 5 Euro und dann hast du keine Kontoführungsgebühren. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht so gut, dass das da gezeigt wird. Die Postbank hat auch einige Sachen drin, die man erfüllen muss. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum die da drin ist. Aber man hat hier einfach mal einen Überblick und kann sich mal die genauer anschauen. Man sieht hier auch ein Minus bei den Kontoführungsgebühren. Das heißt, dass sie einen Bonus dir anbieten. Wenn du eben das Konto bei denen eröffnest, kriegst du einen Willkommensbonus und bekommst da einiges an Geld. Ich habe schon einige Konten gehabt, habe da schon 3, 4 Mal gewechselt. Habe insgesamt 350 Euro verdient und das ist schon echt nicht schlecht. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich das Geld haben wollte, sondern weil ich einfach das kostenlose Girokonto haben wollte, was am besten eben noch in meiner Umgebung eine Bank hat. Und letztendlich gab es dann doch keine mehr, die kostenlos ist, die vor Ort ist. Und deswegen bin ich dann zu ING und bin da extremst zufrieden und finde das Konto einfach übersichtlich und einfach sehr gut gemacht. Und deswegen finde ich das ING-Konto am besten. Wie gesagt, ich nutze auch andere Konten und deswegen habe ich einen guten Vergleich und wird einfach nur das beste Konto. Man hat leider 700 Euro Geldeingang, damit man das kostenlos bekommt, sonst zahlt man 4,95, was jetzt ja schon viel ist, meiner Meinung nach. So gut, da hat man jetzt hier ein paar gehabt. Da sieht man wieder perfekte Beispiele, dass die Vergleichsseiten auch nicht immer recht haben, wenn du das eingibst, dass dann doch vielleicht andere Sachen kommen, als du eingegeben hast. Und das ist echt nicht in Ordnung so gesehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du da mehrere verwendest und nicht nur eins und genauer schaust. So, kommen wir zur nächsten Vergleichsseite. Die ist ein bisschen anders hier. Da kann man hier oben aussuchen, kostenloses Girokonto oder Girokonto mit Prämien und so weiter. Da sieht man hier die Comdirect N26. Da haben wir wieder eigentlich die gleichen Banken wie bei dem vorherigen. Da haben wir die 1822 auch. Also echt genau ziemlich das gleiche. Allerdings kann man hierher gehen auf Girokonten mit Prämien. Da werden jetzt Girokonten angezeigt, die einmalige Prämien bieten und Prämien, die öfter vorhanden sind, wie zum Beispiel bei der Santander Bank, die eigentlich sonst nirgends gelistet ist, weil die ist an sich auch kostenlos ab einem bestimmten Geldeingang. Und deswegen habe ich die zum Beispiel jetzt auch, die nutze ich auch und bekomme da immer schön den Bonus. Bekomme da 3 Euro im Monat. Dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Und das ist auch ganz cool, wenn man da 3 Euro im Monat bekommt. Einfach so, dass man einen Geldeingang hat und ein paar Buchungen hat. Das schauen wir uns aber eh nochmal genauer an. So, da hat man echt den Vorteil, dass man hier auch ein paar Sachen anschauen kann. Gemeinschaftskonten, welche da am besten sind. Also da gibt es echt unterschiedliche Sachen. Und da würde ich auch ein bisschen vergleichen und mal gucken, welche Konten es denn genauso gibt. Und wie gesagt, das Wichtige ist, dass du auf die Kostenstruktur schaust. Was gibt es da so für Kosten beim Geldabheben, billighafte Buchung, dies, das. Also da gibt es etliche Kosten, die man haben kann. Erstmal musst du überlegen, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht, wenn du kein Geld abheben willst. Dann ist es ja wurscht, ob das was kostet oder nicht. Meistens ist es so, wie jetzt bei der N26, da hat man, glaube ich, 5 Abhebungen kostenlos und danach kostet es was. Also mein 5 im Monat, das ist mehr als genug, für mich zumindest. Und deswegen kann ich dieses Konto verwenden.
Eine weitere Idee wäre noch, dass du einfach kostenlose Girokonten googelst. Da kommen dann auch wieder die Vergleichsseiten und da kommen vielleicht auch ein paar Konten, die dir gefallen, die du dir genauer anschauen kannst und dann vielleicht eventuell da abschließt. Also Vergleichsseiten und dann einfach mal googeln ist schon mal die Empfehlung. Ich habe noch eine Bank gefunden, die weder bei den Vergleichsseiten noch beim Googlen gefunden worden ist und das ist die Sparda Bank. Da hat man auch kostenlose Kontoführungsgebühr, je nachdem, was für ein Konto man hat. Man sieht hier das Girokonto online, zahlt man schon 1,90 € im Monat. Die Karte selber kostet 12 € jährlich und die Mastercard nochmal einen Aufpreis. So, Online-Überweisungen kosten gar nichts, belegfaste Buchungen kosten 1,50 bei dem zum Beispiel. Und ein Girokonto Classic kostet 4,90 €, unfassbar viel. Komischerweise, Girokonto Start kostet gar nichts. Die Mastercard kostet wieder 30 € einmalig, Online-Überweisung kostet auch nichts. Belegfaste Buchung 1,50 finde ich auch okay, dass sie was kostet. Und Nutzer am Kontoausdruckautomat kostet gar nichts. Das heißt, du hast hier echt ein super Girokonto, was nichts kostet. Aber ich würde natürlich immer noch die weiteren Hinweise und alle Konditionen bei dem Preis-Leistungs-Verzeichnis anschauen, ob das wirklich so ist. Und da hättest du einfach ein Konto, wo es echt einfach ist und kostenlos ist. Dann schauen wir uns noch kurz die Santander Bank nochmal genauer an. Da gibt es nämlich auch ein Girokonto, das komplett kostenlos ist. Das ist das Studentenkonto leider nur. Das Best-Girokonto ist scheinbar auch kostenlos, ist auch bei 0 €. Da will ich auch nochmal genauer anschauen, was da für Leistungen enthalten sind. Ich habe das 123-Girokonto. Da hat man 0 € Kontoführungsgebühren, wenn man einen Geldeingang von 1200 € im Monat hat. Das heißt Geldeingang, nicht Gehaltseingang. Ich überweise das von einem anderen Konto zu dem Santander-Konto und dann bekomme ich schon das Konto kostenlos. Allerdings nutze ich da mein Gehalt, da ich einen Bonus bekomme. Moment, schauen wir mal kurz, wo wir die Boni sehen können. Und zwar gibt es die hier bei dem 123-Girokonto. Da ist es so, man bekommt 1 € für den Gehaltseingang. Das heißt, wenn man jetzt einen Gehaltseingang von mindestens 1200 € hat, bekommt man schon mal 1 € gutgeschrieben und das Girokonto ist kostenlos. Das nächste ist ein Aktivitätsbonus. Da bekommt man 2 € pro Monat, wenn man mindestens 3 Lastschriften in dem Konto hat. Da kann man PayPay zum Beispiel verwenden oder eben ein paar Verträge, die einfach nur abbuchen, wie zum Beispiel Handyvertrag. Zum Gehaltseingang gibt es noch was zu sagen. Der Gehaltsbonus kann sich verdoppeln, wenn du ein Gemeinschaftskonto hast. Dann erhöht er sich auf 2 €, weil dann gibt es noch einen zweiten Euro für den anderen Gehaltseingang von deiner Partnerin zum Beispiel. Und dann gibt es hier noch einen Treuebonus, dass man noch ein kostenfreies Depot eröffnet. Das würde ich nicht empfehlen, weil das kostet Geld im Vergleich zu anderen Depots, die kostenlos sind. Beziehungsweise kann man auch in manchen Depots komplett kostenlos traden, wie Smart Broker. Den verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Ist echt eine super Sache. Benutze ich auch selber. So, dann kommen wir jetzt zu den Cashbacks. Da gibt es GetMore, meine Lieblings-Cashback-Seite. Da habe ich auch einen eigenen Cashback-Shop. Da gibt es aktuell 3 € geschenkt, wenn du den ersten Cashback generierst. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann gibt es auch so ein Cash-Tool. Wenn du das installierst, kriegst du noch 1 € oben drauf. Dann hast du schon mal 4 € einfach so, weil du einen Abschluss gemacht hast und dich da angemeldet hast. Finde ich eine coole Sache. Ich würde mich freuen, wenn du dich über meinen Link anmeldest. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die 1822 direkt ausgesucht. Da bekommt man fürs Girokonto 40 € Cashback. Da hast du mal 40 € oben drauf. Von dieser Bank gab es eine Aktion, wo man 100 € Willkommensbonus bekommt. Plus die 40 € Cashback wärst du schon bei 140 € gewesen. Nur beim Wechsel. Das ist echt gut. Mein bester Wechsel war 200 €, wo ich bekommen habe. Für einen einzigen Wechsel ist halt echt extrem gut. So, dann gibt es noch die zweite Cashback-Seite. Das ist Acclamio. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es aktuell für die Comdirect 15 €, wenn man die Girokonto eröffnet, was auch nicht schlecht ist, da kriegst du einfach mal 15 € on top. Die Cashback-Seiten nutze ich beide schon länger, habe da schon einiges auch an Cashback erhalten. Deswegen kommt nächste Woche darüber ein Video, wie ich meine Cashbacks generell nutze mit den Cashback-Kreditkarten und mit meinen Cashback-Seiten und generell auch Payback. Da gibt es ja einiges, wie man Geld einfach zurückbekommen kann. Also ich habe da schon einiges so gemacht, dass ich wirklich viel Geld zurückbekomme. Wo hast du aktuell dein Girokonto und warum? Schreib dies gern unten in die Kommentare. Jetzt habe ich ganz oft die Cashback-Kreditkarten erwähnt und hier findest du das Video dazu. Wenn das Video für dich hilfreich war, dann lass gern ein Like da. Für mehr Geld und Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber immer dran denken, machen es sie wollen, nur krasser.